Hallo. Howdy und willkommen zurück bei Let's Play Fallout New Vegas. Ja, wir sollen uns um einen neuen Sheriff hier für Prim kümmern. Und dafür haben wir letztes Mal den Myers aus der JVA geholt. Vielmehr ist da einfach rausspaziert. Und ja. Ich hoffe mal, dass der Kerl jetzt hier irgendwann auftaucht. Ich warte nochmal so ein bisschen. Guck gerade mal. Okay. Ich dachte gerade, meine Kopfhörer wären falsch in den Ohren. So. Myers? Myers? Oh, ich glaube nicht, dass er da ist. Hallo. Denn ich habe so die Vermutung. Schon Glück gehabt bei der Suche nach... Ich habe so die Vermutung, wir müssen nochmal zur RNK hier rüber, zum Haze. Und dann wahrscheinlich diese Aufgabe hier für ihn erledigen mit dem Nachschub an Männern. Howdy. Howdy. Ich glaube, das machen wir auch gleich. Wir gucken mal drüben bei ihm. Beim Lieutenant. So, und ich frage mich, ob es noch mehr Modifikationen hier für diese Gewehre gibt und alles. So ein Zielfernrohr wäre halt echt geil, ne? Oder irgendwas, was mehr Schaden verursacht, denn das Ding ist ja schon so ein bisschen, naja, so ein bisschen schäbig, was den Schaden angeht. Achso, ich sollte es vielleicht wegstecken, dann können wir schneller laufen. Dann dümpeln wir hier nicht die ganze Zeit so rum. An sich bringt es mir ja nichts, wenn ich jetzt nochmal mit ihm quatsche. Das haben wir ja letztes Mal schon gemacht. Er kann uns da ja nicht helfen. Was die Immunität von Myers angeht. Und deshalb würde ich sagen, machen wir jetzt einfach das hier mit dem Outpost. Und hol mal da ein bisschen Verstärkung vom Knight. Mit dem sollen wir nämlich quatschen. Lalalala, ich guck nochmal gerade, dann laufen wir einfach. Ja, eigentlich müssten wir ja nur der Straße folgen, ne? Ist ja gar nicht so schwer. Nur, ich gehe davon aus, dass es da wieder 100.000 Dinge gibt. Auf dem Weg dahin, die ich entdecken will und erkunden will. Wie zum Beispiel da unten die Tanke. Aber gut, da gehen wir ja einfach rein und looten das Ding leer. So, komm her. Die Katze miaut mich gerade an. Komm, hopp. Na komm. Da ist er. Der kleine Bubi. Genau, leg dich schön hin. Ach, es ist immer zu süß. So, was haben wir da? Ich glaube, es sind Banditen, oder? Abtrünniger Pulverbandit. Wir haben uns schon erkannt und noch kein Feuer auf uns eröffnet. Okay. Ich schleiche mich mal so ein bisschen in Reichweite. Ich will immer noch kein Schlückchen aus der Kantine nehmen. So, jetzt sind wir in Reichweite. Jetzt kann ich ihm gekonnten Headshot verpassen. Wow. Und die anderen haben es gar nicht gemerkt. Das ist ja geil. Okay. Ja, cool. Okay. Es wird geschossen, aber nicht auf uns. Oh, wir haben irgendjemanden umgenietet. Sah aus wie ein Roboter, ne? Okay, schleichen lohnt sich. Dynamit, Eichhörnchen, eine Hackebeil, Hülse, Kleinkalibergewehr nehmen wir gerade mal mit. Denn, dann können wir das Ding nochmal reparieren hier gleich. Und ich bin am Überlegen. Das Ding ist leichte Rüstung, Söldner unruhe Stimme, Nahkampfwaffen und Schusswaffen plus 2. Ich nehme das Teil jetzt mal mit. Denn so langsam könnten wir ja mal die Rüstung auch wechseln.
Der hat natürlich Sprache plus 2, aber ja, nee. So ein bisschen mehr Rüstung ist natürlich auch mal nicht schlecht. Was bist du denn, Mutant? Ein Ghoul. Okay. Wir schleichen mal weiter. Aber hier waren doch noch 2 oder 3 Pulverbanditen, oder nicht? Station der Nevada Highway Patrol. Haufenweise Dynamit wieder. Na, kann man, Söldner-Charmeur-Outfit. Kann ich das eigentlich auch zum Reparieren dann benutzen? Wir gucken gleich mal. Vorsicht! Wo sind die denn? Sind die dahinter? Oh, da sind sie. Anführerin der Schakale. Jawohl. Lad nach, lad nach, lad nach. So. Puh. Ja. Das ist ganz toll. Er ist tot. Ja, doch, so ein bisschen Rüstung wäre schon geil, ne? Holster your weapon at Gomorra. Aha. So, mal sehen, was die hier haben. Cowboy-Repartierer? Geil! Cool. Nehmen wir mit. Lederrüstung, die kann sie behalten. Die nehmen wir auch mit. Metallrüstung, die lassen wir da, wo sie ist. Die wiegt zu viel. So, jetzt schaue ich mal gerade. Das funktioniert. Die kann man untereinander reparieren. Das ist natürlich cool. Hat natürlich jetzt auch nur Rüstung 1. Das Ding, Das Teil kann ich ja eigentlich auch mal wegschmeißen hier. Hallo? So. Und wir brauchen immer noch eine Brille. Verdammt, eine Brille. Fällt mir da gerade ein. Kann ich das nochmal modifizieren? Nee. Und die Dinger kann ich auch nicht mehr abschrauben, ne? Na gut. So sei es. Heilen. Heilen, heilen, heilen. Gut. Um den Mutanten da oben kümmern wir uns gleich. Jetzt würde ich doch gerne erstmal hier drin schauen. Fuck you very, very much. Okay, ich glaube, wir laden neu. Geil. Okay. Gut. Das war total erfolgreich. Hey! Huch! Gut. Wir gehen wieder raus. Ich glaube, die kommen ja auch hinterher, ne? Oh ja! Sie kommen hinterher. Jawohl, die erste haben wir. Jetzt sie. Puh, halb tot. Halb tot. Ich glaube. So. So, so. Hauen wir uns mal alles rein. Patriotenkochbuch. Okay, das scheint sich auch zu steigern, ne?
also zu addieren. Aber es bringt wenig. Es bringt einfach wirklich wenig. So. Ach komm. Okay, 9mm Maschinenpistole, die nehmen wir mit. Das Teil nehme ich auch gerade mit. Die kann man auch untereinander reparieren. Oder kann man Bewegung plus 1 ausdauern, ne? So. Dann unsere 10mm Pistole, die reparieren wir auch gerade mal. RNK Feldjäger. So. Eine Arzttasche und ein Stimpack genehmigen wir uns. Oder kommen wir mal zwei. Ach, hi. Du blöder Grashüpfer. Lesen kann ich hier nix, ne? Nee. Da kann ich auch nix machen. Hier ist irgendwas drin. Neuen Kronkorken. Leer, leer, leer. So. Hier haben wir irgendwo noch ein paar Gegner. Ja, erste Hilfekasten. Stimpack. Auch noch ein Kasten? Jawohl. Leer. Toll. Komm her. Warte mal, hier können wir gerade mal das Dynamit ausprobieren. Da probieren wir gerade mal das Dynamit aus. Ach, wie geil. Ja. Bam! Das war erfolgreich. Ich lade mal gerade das Ding hier nach. Jo, alle tot. Alle Mause tot. So, warte mal kurz einen Augenblick. Ich muss mal kurz nach der Katze gucken. So, sorry, da bin ich wieder. Vorkriegsgeld. Juhu, nehmen wir mit. Können wir verkloppen. Das brauchen wir nicht. Munition ist immer gut. Konnten wir uns hier die Stimpacks machen? Nee. So, wen haben wir denn hier? Ein toter Prospektor. 10mm Maschinenpistole. Cool. Absinth. Mmh, eklig. Es gibt nichts Ekelhafteres als Absinth. Gut, ich glaube, wenn man Lakritz mag, dann ist das vielleicht ganz lecker, aber... nee. Ich mag's nicht. So, okay, mehr haben wir hier nicht. Das war's. Doch noch ein bisschen Hydra. Und ansonsten... Ist hier tote Hose. Die Lampe ist cool. Okay. Erfahrung plus 1, warum? Weil ich hier lang gelaufen bin. Merkwürdig. So, wir nehmen wieder unsere Flinte. Machen einen Quick Save. Hopp. Hopp. Oh, hi. Na, wie geht's dir so? Schlecht, nehme ich an. Und dir? Keiner da.
Alles klar. So, wir holen uns mal den Ghoul da oben. Oh. Wow, nichts. Ja, toll. Super. So, hier war doch irgendwo einer, ne? Da ist er. So, komm, den erledigen wir wieder per Schleichangriff. Einmal in Reichweite, bitte. Einmal Reichweite, bitte. Reichweite. Komm schon! Jetzt aber. Na los! Sonst ist er hinter dem... Yes! Sie haben Karma dazu gewonnen. Oh. Dann noch einer. Yeah. Okay, wenn ich Ghule töte, bekomme ich Karma, oder was? Haarklammer. So. Da drüben ist wieder was. Oh Mann, das ist furchtbar. Aber gut, wir sind ja sogar fast da. Oh, da ist noch einer. Den holen wir uns auch. Zwei sogar. Jawohl. 85 Erfahrung. Ja, das ist nicht schlecht, ne? Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Sind da noch mehr? Wir lugen mal hier um die Ecke. Da oben sind noch welche. Einer. Noch einer. Komm, den holen wir uns. Aber ich nehme gerade mal die 10mm Pistole. Komm her! Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Der bringt nur 10. Okay. Na gut, komm, geh mal weiter. Gucken wir mal da hinten. Was bist du? Was bist du denn? So, den kann ich pflücken. Hier mache ich mal Quick Save. Da ist ein Skorpion, ne? Ja. Okay, ich gehe in Reichweite und dann gibt es einen Schleichangriff auf das Viech, aber ich glaube, er hat uns schon entdeckt. Hier wäre der andere. Oh. Okay, komm, wir machen es anders. Oh Mann. Furchtbar. Nehmen wir mit. So, hier war doch noch einer. Die halten verdammt viel aus. Und ich glaube, dieses Schild, was man da neben der Energieanzeige gesehen hat, sagt uns, dass die Waffe weniger effektiv ist gegen die Biester. Da die ja gepanzert sind. Da müssten wir dann die Slug-Munition wählen. Hier können wir nicht rein. Aber hier können wir gucken.
Da ist er. Oh, wie süß. Wie knuffig. Where's new cannon anyway? Sunset Zapparilla. Nehmen wir mit. Hier auch. Warte mal da. Leere Kisten. Poseidon Energy. Ich höre immer die ganze Zeit was krabbeln. Lester. Dann gucken wir da doch mal rein. Quick Save. Was? Ach, ein Lotterie. Cool. für was der auch immer gut ist. Er ist bestimmt was total Besonderes, weil der hier so unscheinbar rumliegt. Gemischtwarenladen Nipton Road. Jemand da? Sieht nicht so aus, ne? Elektroschrott, Gabelkirchen, Korken, Wetzstein. Wetzstein, Wetzstein, alles muss versteckt sein. Okay, der war schlecht. Der war schlecht. Gummibonbons, komm, wir nehmen sie mit. So, Gewehrschrank. Gewehrschränke sind doch immer das Beste. Bürgermeister Stanys Tagebuch. Na, wer hat hier eine Glückssträhne? Gucken wir mal rein. Lele. Das muss ich... Ach, das ist blöd, dass man hier nichts mehr vorgelesen bekommt, ne? Ich kann mein Glück nicht glauben. Ich bin absolut fassungslos. Gerade wurde ich von einem ziemlich angespannten jungen Mann namens Mr. Fox, ja klar, angesprochen. Nachdem er alleine in meinem Büro war, teilte er mir mit, dass er ein Mitglied von Caesars Legion sei. Er wusste, dass RNK-Truppen und Pulverbanditen oft Zeit in Nipton verbringen. Es stellte sich heraus, dass die Legion beide Gruppen hasst und ein Exempel an ihn statuieren möchte. An der RNK aus öffentlichen Gründen, an den Pulverbanditen, weil sie Überfallkommandos der Legion diesseits des Flusses belästigen. Ich musste keine Sekunde überlegen, bevor ich seinen Vorschlag annahm. Nun muss ich nur die Pulverbande überreden, nachts RNK-Soldaten zu entführen. Wenn beide Gruppen sich gleichzeitig in der Stadt befinden, schlägt die Legion zu. Ha! Oh. Und für diese einfache Aufgabe wurden mir 8000 Kronkorken angeboten. Ich könnte fast direkt in die RNK zurückkehren. Aber wer weiß, wie viel ich noch aus diesem Legionslakaien herausholen kann. Ich werde mal ein paar Vorräte in einem Unterschlupf zwischen hier und dem Mojave Outpost sammeln für den Fall, dass ich schnell nach Hause zurückkehren möchte. Sehr aufregend. Unterzeichnen mit ruhiger Hand auf der Tastatur. Super Bürgermeister Joseph B. Stane. Geil, der Super Bürgermeister. Unterschlupf zwischen hier und dem Mojave Outpost. Vielleicht hier? Im Gewehrschrank? Ah, verdammt! Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Obwohl, nee, das reicht glaube ich noch nicht, ne? Naja, nee. Scheiße. Scheißendreck. Gut, wir merken uns das Ding hier. Dass wir da nochmal zurückkehren, wenn wir die Dietrich-Fertigkeit höher haben. So, das Ding wollte ich eigentlich auch mal verkaufen. Komm her! Die Maschinenpistole ist schon cool. Die mag ich. So, ist das hier vielleicht ein Versteck? Man weiß es ja nicht. Kann ja sein. Ich meine, hier sind Kisten mit nichts drin. Hier sind auch nochmal Kisten. Oh, Sensormodul. Brauchen wir das nicht? Nee, brauchen wir nicht. Hallo? Hey! So. Flammbrennstoff. Kaliber 20 Patrone. 9 mm. Leere Metallkiste.
gut. Wir gucken hier nochmal gerade, aber da wird wahrscheinlich nichts mehr sein. Ein Karawanenhändler, juhu! Oder? Mach mal Platz hier. Kann ich dich umschubsen? Kann ich nicht, schade. Reisender Händler. Hallo, brauchen Sie was? Jo, zeig mal. Klar. Klar, hier ist mein Sortiment. Deckel, 659 hat er, das ist natürlich nicht schlecht. Und ich könnte ihm... Aber ich behalte das lieber mal, wer weiß, wozu das noch gut ist. Wer weiß, wozu wir das noch brauchen. So, die mache ich mal weg. Dann... So... Was haben wir hier noch Schönes? Klang. So, das Ding packen wir jetzt auch mal weg. Luftgewehr kommt weg. Psycho kauft er auch. Die können weg. Das Granatengewehr müssen wir immer noch ausprobieren. So, okay. Dann, was hat er denn Schönes? Eine Hutspitze, eine Patrone. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Oh, Kaliber 50 MG. Impuls, Plasma. Ach, wie cool. Ein alter Cowboy-Hut. Was hat unser Hut denn eigentlich? Ich glaube... Gar nichts, oder? Oder doch? Keine Ahnung. Desperado-Cowboy-Hut. Eine Brille wäre mal cool. Eine Brille. Bitte. Kettensäge, HD-Kettensäge. Laserpistole, Fokussieroptik, Lederrüstung, Mini-Atombombe, aha. Plasma Defender Spezial, Plasmapistole. Sturmkarabiner Leichtverschluss. Ich glaube, so ein Sturmkarabiner, das Ding wäre bestimmt was für uns. Söldner Feldoutfit, das kann ich, glaube ich, zum Reparieren nehmen von dem einen Dingen, was wir da haben. Das glaube ich auch. Ja, gut, komm. Das akzeptieren wir mal und gucken mal, ob das funktioniert. Es funktioniert. Selbst ist der Mann. Reparieren Sie Gegenstände. 20 Stück. Das war das, ne? Hat zwar immer noch eins, aber naja. Schusswaffen plus zwei ist halt ziemlich cool. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge marschieren wir dann weiter hier zum Mojave Outpost. Und quatschen mal mit Knight. Also, bis dann. Tschüss.